anderer Ort, neuer Partner, weiterentwickeltes Konzept. So präsentierte sich Viconomy, die Gründerinitiative von Wissensfabrik und Handelsblatt, sowie zum ersten Mal auch von Unternehmertum, dem Zentrum für Innovation und Gründung der Technischen Universität München. Am Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Lampolzhausen bei Heilbronn kamen in diesem Jahr 8 Gewinner-Startups mit Top-Managern großer Unternehmen zusammen. Der Grundsatz ist gleich geblieben. Die erfahrenen Wirtschaftsleute investieren an diesem Wochenende ihre Zeit, um gemeinsam mit den Gründern an ihren drängendsten Fragen zu arbeiten. Es geht um Finanzierung, Personal, Wachstum und Weiterentwicklung des Geschäftsmodells. Um es bis hierhin zu schaffen, mussten sie eine Viconomy-Jury unter Vorsitz von Roland Berger Aufsichtsratschef Professor Burkhard Schwenker von ihrer Geschäftsidee überzeugen. War Viconomy in früheren Jahren auf dieses eine Gewinnerwochenende beschränkt, so begleitet der Wettbewerb seine Gewinner jetzt ein ganzes Jahr lang. Denn im neuen Viconomy-Format wollen wir die Startups und die etablierten Unternehmen noch enger zusammenbringen. Das heißt, dieses Viconomy-Wochenende mit den Top-Managern bildet den Auftakt für ein einjähriges Programm und für eine Veranstaltungsserie von Viconomy-Tagen. In diesen Viconomy-Tagen werden wir themenbezogen, bedarfsorientiert an Themen der Startups arbeiten, und zwar mit Vertretern aus etablierten Unternehmen, mit Fach- und Führungskräften. Mehr als 100 Firmen bilden das Netzwerk der Wissensfabrik. Bei Viconomy engagieren sich die Top-Manager persönlich. In diesem Jahr kamen sie unter anderem von Bilfinger, B. Braun Melsungen, Bosch, Daimler, Fischer, Heinrich Schmid, KPMG, der LBBW, Roland Berger, Vector, Würth sowie der BASF an den neuen Veranstaltungsort. Wie in jedem Jahr tauchten die Manager für einen Tag in die Geschäftswelt der Gründer ein. Also ich glaube, das war wirklich eine geniale Idee, hier ins Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum überzuwechseln. Denn hier macht man Rocket Science, also Raketenwissenschaften. Und vielleicht der eine oder andere Gründer ist nicht ganz in diesem Bereich, aber doch mit sehr anspruchsvollen Ideen hier unterwegs. Und ich glaube, das ist eine sehr schöne, inspirierende Atmosphäre für das, was wir heute hier mit den jungen Gründern besprechen wollen. Zum ersten Mal ging Daimler-Chef Dr. Dieter Zetsche in den Sparring mit den Gründern. Fantastisch. Es ist unheimlich wichtig, dass wir in Deutschland, wo wir das Sicherheitsdenken in den Vordergrund stellen und risikoscheu sind, zusätzlich Impulse setzen, um junge oder auch nicht mehr so junge Menschen, die in der Gründung sind, die einen solchen Schritt gegangen sind, zu ermutigen, weiterzumachen, Schwierigkeiten zu adressieren und zu überwinden, um letztlich diese Gründeratmosphäre bei uns im Land weiter zu stärken. Viconomy, auch eine Initiative, die die Chefs großer Unternehmen zurück zu den Wurzeln des Gründens bringt. Die Startups bringen frischen Wind mit, Pioniergeist, Risikobereitschaft, Enthusiasmus, Durchhaltewillen. Eine Win-Win-Situation. Nicht selten ergibt sich aus diesen Gesprächen eine Partnerschaft. Seit 2007 ist Professor Dr. Burkhard Schwenker dabei, der eine Entwicklung sowohl im Wettbewerb als auch bei den Gründern sieht. Ich glaube, dass wir jedes Jahr gute Startups gehabt haben, mit guten Gründern und guten Ideen. Und trotzdem glaube ich, das ist ja auch eine Erfahrungskurve, die wir durchlaufen, sowohl in der Vorauswahl wie auch in der Jury, wie auch in den Gesprächen hier, dass wir von Jahr zu Jahr besser geworden sind und von Jahr zu Jahr auch deutlicher machen konnten, dass es immer darauf ankommt, gute Kombinationen zu finden. Nicht nur die kreative Idee zählt, sondern auch die Substanz dahinter. Und ich glaube, diese Qualität hat im Laufe der Zeit gewonnen. In intensiven Gesprächen arbeiteten sich die Manager in die Chancen und Risiken der Startup-Unternehmen ein, schnell und effizient. Die 8 Gewinner kommen aus unterschiedlichsten Branchen. Das Spektrum reicht von einer Sicherheitslösung für Geräte des Internet of Things über einen portablen und drahtlosen 3D-Sensor bis hin zu einem innovativen Schmierstoff, einem Mikroskop, das Tierversuche überflüssig macht, und einem Ganzkörperanzug, der durch elektrische Impulse das Muskeltraining unterstützt. Alle Startups schätzen die Tipps der Manager und den Zugang zu ihren Netzwerken.
Was mir besonders gut gefällt, ist hier, dass wir viel, viel mehr Zeit verbringen mit den Top-Entscheidern. Normalerweise bei den meisten Gründerveranstaltungen hat man eine Jury, die man ganz kurz nur sieht, die man überzeugen muss. Im besten Fall klappt das dann auch dann. Aber danach ist eigentlich schon, geht man schon wieder zu anderen Themen über und hier hat man viel, viel mehr Zeit. Das hier ist völlig anders. Das hier ist eine andere Liga. Also wir haben schon einige Preise gewonnen. Also wir waren jetzt auch gerade letzte Woche bei der Bitkom. Und man muss sagen, ja, das ist auch eine große Nummer, aber das ist nicht das hier. Also das hier ist von dem allen, was ich bisher gesehen habe, Faktor 5 besser. Es wurde viel, aber nicht nur gearbeitet an diesem Wochenende. Die Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, die Raketentriebwerksprüfstände des DLR zu besichtigen. Seit den 60er Jahren werden hier Triebwerke für die zivile Raumfahrt gebaut und getestet, beispielsweise auch für die europäische Rakete Ariane. Für die aktuellen Preisträger war dieses Wochenende nur ein erstes Highlight. Sie werden im Februar, April und Juni 2015 zu weiteren Workshops mit Fach- und Führungskräften aus den Mitgliedsunternehmen der Wissensfabrik zusammenkommen, an die sich dann noch ein Mentoring anschließt, damit ihr Unternehmen abhebt. Wie eine Rakete.